Bei der Agentur für Arbeit zieht man Bilanz für das Jahr 2019. Trotz leichtem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember ist die im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Mit 5,7% ist sie um 0,4 Prozentpunkte gesunken. Das sind rund 1.300 Arbeitslose weniger als noch im Dezember 2018. Die Jugendarbeitslosigkeit ist leicht gestiegen. Mit 4,3% liegt Cottbus 0,2 Prozentpunkte über dem bundesweiten Durchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Jugendarbeitslosigkeit um 0,4 Prozentpunkte. Dennoch blickt man positiv auf das Jahr zurück. Ja, die Arbeitslosigkeit ist vom November zum Dezember zwar angestiegen, das ist allerdings jahreszeitlich völlig unauffällig und eher normal. Im Vorjahresvergleich, Dezember 2018 zu Dezember 2019, haben wir weiterhin einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, also eine positive Entwicklung. Und das Jahr schließt damit für uns auch positiv ab. Man kann allerdings erkennen, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit etwas langsamer vonstatten geht. So ganz große Sprünge, wie wir es aus den Vormonaten gewohnt waren, machen wir aktuell nicht mehr. Im Dezember standen dem Agenturbezirk knapp 6.000 freie Arbeitsstellen zur Verfügung. Der Fachkräftemangel ist weiterhin ein großes Thema für die Agentur für Arbeit Cottbus. Mit dem Rückkehrertag wollte man dem entgegenwirken. Weggezogene sollten wieder für die ehemalige Heimat begeistert werden. So konnten sich Interessierte über freie Jobs oder auch Kita-Plätze informieren. Die Rückkehrertage in der Region, auch insbesondere hier in Cottbus, hier findet, denke ich, der größte statt, waren grundsätzlich gut besucht, aber tendenziell waren überall weniger Besucher als in den Vorjahren sind angekommen. Ja, möglicherweise nimmt das Interesse ab, in die Region zurückzukommen. Das weiß ich noch nicht genau. Ein großes Thema ist ja immer, stimmen die Konditionen, wenn ich wieder zurückkehre, passt insbesondere das Arbeitsentgelt, denn das Drumherum passt in der Regel, Kinderbetreuung, Wohnung und so weiter, aber der Verdienst ist ein heißes Thema. Trotzdem möchte man dem Rückkehrertag treu bleiben. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, sich über Jobangebote zu informieren. So zum Beispiel auf der Impuls. Das ist die größte Bildungsmesse und Jobbörse in ganz Brandenburg. Die findet nächste Woche Freitag und Samstag in der Messe Cottbus statt.